wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Dark Souls 2 hier bei Lego Let's Plays. Mit dem Ascanius. Und dem Valerius. Und wir befinden uns jetzt immer noch an dieser Truhe, die ich bewacht habe. Die öffnen wir jetzt auch einfach mal. Wir haben noch einen Finstergeist, der unterwegs ist. Drachenzahn Willard heißt er. Nur, der möchte sich gerade nicht wirklich zeigen. Ich denke, haben wir den zweiten Drachenring ausgerüstet? Ja, ich glaube schon. Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Nee, alles gut. Aber wir gucken jetzt. Ach, wir hauen mal eben den Typen, das ist mir zu gefährlich. Ja, ja. Also der dritte Drachenring ist quasi wie der zweite Drachenring, nur stärker. Genau, also die Effekte sind alle noch ein bisschen größer, aber sonst im Grunde genommen, ja, bekannt, sag ich mal. So, da sind wir nach oben gelaufen, da gibt's eine Tür und guck mal da, da hat er das, das von mir eben beschriebene Ei bewacht, was dort auf diesem Thron thront. Oh, der haut fix zu. Ja, hat jetzt relativ häufig auch zugehauen. Ein interessantes Schild hat der Kollege. Ja, hat er. Was ist denn? So ein Wüstenkäfer oder so, so mit so einem Schwanzstachel. Wir können aber auch mittlerweile ziemlich oft zuhauen. Ja, das geht schon. Das sieht aus, als wenn er einen Schwanz hat mit dem Schild am Rücken. Ja. Warte mal, der hat einen Schwanz! Stimmt. Drachenzahn Willard hat also einen Schweif. Nee! Gut, dass du Schweif gesagt hast. Ist nicht. Keine Ausdauer mehr. Gut, dass der genauso unbegabt ist wie du. Ach, das wäre schick gewesen. Ach, jetzt kannst du dich den nicht nochmal heilen. Nee. Nö. Nein. Ja, das war doch easy peasy weggechillt. Aber ein cooles Schwert hat er auch wohl. Finstergeist von Drachenzahn, ja, wurde besiegt. Ja. Und da haben wir das kleine Ei. Gegenstand aufnehmen. Verstandes Ei. Ja, das kleine Ei, was da lag, haben wir uns mal eben in die Tasche gesteckt. Ja, machen wir immer so. Jetzt haben wir ein dickes Ei. Ihr kennt ja diese Wunderbeutel, wo man alles reinstecken kann. Stand Geheimfahrt, wollen wir mal schauen. Das ist genauso wie eine Frauenhandtasche, da verschwindet auch immer so viel Zeug drin. Ist ein eigenes und keiner weiß, wie das eigentlich da reinpasst. Was soll das denn in Geheimfahrt hier? Ja, das ist halt ein Pimmelgesicht. Pimmelgesicht, aber der ist wieder stark bewertet hier. Ja, du, das ist so oft, ne? Das habe ich schon so oft gesehen, dass irgendwo nichts ist und das schon, ne, also, ich weiß nicht warum, aber... Da wollte ich gar nicht rein, ich wollte mal eben selber Geheimfahrt voraussetzen. Ja klar, wenn dann Geheimfahrt voraus. Und dann Hinterteil. Ja, das ist gut. Und Orte, das ist Körperteile. Hinterteil. Und dann Schweif. Und dann Schweif, ja. Na komm, mal gucken. Schreib. Ja, was haben wir hier? Da steht noch eine Truhe. Truhe voraus. Stimmt, das machen wir. Das machen wir? Ja, Truhe voraus, das machen wir. Ja, das machen wir. Und ein Wächterdrachen. Parma waren aber relativ kleine Schilde, ne? Wir gucken uns das trotzdem mal kurz an. Ja, das ist okay. Ne? Das ist Wächterdrachen Parma. Da wahrscheinlich. Wächter, Drachen, Parma. Gar nicht schlecht. Gegen Magie ist das gut, ja? Ne? Ja, ich sag mal, wenn man das ein bisschen plust, könnte das ganz sexy sein. Ja, dann halten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Ja. Gut. Sehr schön. Ich denke, du wirst dich dann links halten können. Also. Ist jetzt unser neuer Thron hier. Ja. Schick. Mann. Alles klar. So, wo sind wir denn da? Guckst du mal. Gibt's da bestimmt noch irgendwelche Items oder so? Mal runter. Guck mal, da ist schon mal ein Sims. Ja, da links waren schon ein Item, ich hab's schon gesehen. Da links ist oder nicht? Nee, oder auch nicht. Warte mal. Dann geh mal runter. Warte. Wie auf dem Sims kann ich. Ja, da ist aber eine Truhe. Da ist auf jeden Fall eine Truhe, die wollen wir haben. Natürlich. Die wollen wir haben. Truhe. Wo ist die Truhe? So. Die hat auch keine Zähne? Nee. Nur Holzkisten, das, oder? Nee, ich glaube nicht. Kristallzauberwaffe. Ja, mal wieder ein Zauber. Hier hinten lang.
Und dann bist du da wieder, wo wir gerade herkommen quasi, ne? Ja, und dann muss ich wahrscheinlich auch runter jetzt. Ja, viel mehr Alternativen hast du ja nicht. Und dann kannst du da durch die Türchen gehen. Welches du gerade schon so abenteuerlustig geöffnet hast. Ja, du, da war ich dreist. Aber wir wissen ja, hier ist noch eine Tür und jetzt schauen wir da mal hoch. Ja, da bin ich ja gerade schon mal einmal durchgestiefelt. Genau. Aber da standen eben, konnte man hier schon zwei Jungs sehen. Ja. Es flattert genau, genau sogar mehr. Da hinten stehen ja auch noch zwei, hier vorne stehen zwei. Mal gucken, ob wir die einzeln bekommen. Nein, natürlich nicht. Die hängen zusammen. Das sind Buddies. Donnerbuddies? Weiß ich nicht. Jetzt ist der eine. Er blockt mit seinem Schwert. Ja, das ist ein guck mal, jetzt haben wir den. Wenn ich den anderen jetzt nicht getroffen habe, haben wir wieder haben wir nur einen hier vorne. Und der hat ein Großschwert, der hat keinen. Ja. Kann noch kleine Schwäche. Ja, doch kein Schild. Das war vorbei. Ja. Uiuiui. Oh, und der zweite auch. Sein Kumpel kommt auch. Der ist genauso bewaffnet. Ja, nehmen wir mal einen Schluck aus der Pulle. Kann man ja mal machen. Ja. Ja, der kann einen auch mit zwei Schlägen wohl aus dem Leben peitschen. Ja, kann der wohl. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der andere ist. Der ist wieder nach oben gewandert. Jo. Das ist auf jeden Fall ganz schön mies. Vor allem die Kombo. Ich glaube, da hatte ich die Treppe auch so ein bisschen jetzt gerettet. Ja, ne? Glaube ich auch. Dass du da nach unten bist und er dich dann quasi nicht getroffen hat. In den Rücken. Blöd, Mann. Ja. Na gut, der jetzt ja auch draufhauen können. Hau einfach drauf. Jetzt kriegt er gleich hoch. Da wollen wir noch nicht so ein Sex davon machen. So, und jetzt noch den zweiten, der ist ja auch schon so gut wie tot. Naja. ich hab das Schild hoch. Ja, das heißt ja nicht unbedingt was. Wenn der in Anführungszeichen damit noch magischen Schaden oder irgendwie einen Elementarschaden macht oder so, dann. Ja, aber normalerweise leuchten die Waffen dann doch. Ja, für den. Ja. 5, ja, natürlich! Satan! Ja, da wolltest du zuschlagen, das war vielleicht der falsche Plan. Ja, den ersten Schlag ja, danach habe ich aber wieder gehalten, aber naja, gut. Ja. Die sind härter als man denkt, also die sollte man nicht unterschätzen. Echt nicht. Ja, das ist wohl so. Ja, das waren jetzt so 60.000, 70.000 Seelen oder bei Gott waren wir ungefähr? Ja, klar. Ja. Du solltest ja auch eine Aufgabe haben. Ja, man muss dich ja fördern. 60.000 ne? Seelen, da mache ich nicht mal Finger vor. Ja. Chupti-dupti. Tidupti-dupti. Was haben wir zwei auch mal wieder spielen? Knapp vorbei ist auch daneben. Das war wieder da vorbei. Der nicht. Voll weggewurzelt. Himmelgesicht. So, das waren wieder 2280 Seelen explosiv für uns. Schuppi, erstmal wieder den neuen Mage da wegmachen, der geht mir so Depps auf den Sack. Das Nervige ist, der macht ja nicht so viel Schaden, aber der wirft dich jedes Mal um, wenn er dich trifft mit der Kacke, ne? Ja, das stimmt. Das ist echt ein bisschen. Und das hilft dir nicht, weil du da Gegner hast, die du extrem oft, oder wenn die draufschlagen und dann auch mal richtig ordentlich Schaden machen. Ja, ja. Meistens ist das eher. Bin ich darin am Schuh? Meistens ist es eher suboptimal. Ja. Hier ist eigentlich doof. Da, mit Tofu. Steck mir nicht in den Rücken. Weil das mag ich nicht. Und das. Tut weh. Doof, Mann. Der hat Angst vor mir, der springt einfach weg. Und daneben. Das war knapp. Ja, indeed. Jetzt willst du beiden wieder in File-Action niederhauen? Ey, den wollte ich ja tapfer so machen, aber wenn er da ohne Witz. Ne, da. Lass die beiden den jetzt umhauen? Nö, muss ich nicht. Eigentlich. So, dass du weiterkommst, weil wir brauchen die Pfeile auf jeden Fall noch. So viel haben wir, glaube ich, gar nicht mehr, ne? 200 beide.
450. Ja, sind insgesamt noch 300 Stück. Das ist aber noch kein so großer Weltuntergang. Wieso kommt ihr denn schon? Ich hab dir doch noch gar nichts getan. Ah! Sehr gut! Alter, der ist ganz schön motiviert, um eine Fresse zu hauen. Sein Kollege, der guckt sich wie an. Wie der KI immer so verlangt. Ja, ich gehe ja schon. Okay, ich gehe ja schon. Der war bei mir eben ja auch schon aggressiver als sein Kumpel, ne? Sein Kumpel haben wir schon zwei. Also die machen doch richtig übelst Damage. Und wenn er dich einmal erwischt hat, kommst du auch nicht weg. Ja. Das ist das ätzende Ansehen. Oh oh. Da bist du gerade noch weggekommen, aber nur weil der kein zweites Mal drauf ist. Ja, ich wollte gerade sagen, also. Und die Treppe hatte ich wahrscheinlich auch so ein bisschen. Der spielt mit mir. Würde ich nie tun. Ich hab ja noch nicht gesagt, du spielst mit mir. Oh. Da hast du aber auch gewartet auf den dramaturgischen Moment, oder? Ja, ich stehe voll auf Dramatik. Alter! Schon so eine Drama Queen, ich weiß nicht. Also, solange ich keine Drag Queen bin. Das stimmt. Ich kann besser mit der Drama Queen spielen als mit der Drag Queen. Daneben. Dies, das und nein. Schimmelgesicht! Warum bin ich weggerollt? Einfach Schild hochhalten. Box, so viele Seelen und du hast es. Vernichtet. Ach Quatsch, dummes Tüch. Ich habe die Idee extra hingelegt, damit auch du ein bisschen Ruhm abkriegen kannst und du hast es nicht hingekriegt. Das ist schlecht. Ja, mein Gott, nur die Haken kommen gar nicht. Ja. Ja, das ist gut. Dann, dafür spiele ich dir ein Lied. Das hört sich mit Sicherheit nahe total bedürbelt an. Ja. Vor allem kann ich das voll gut. Ein Geräusch! Sehr schön. Schreibt uns jetzt in die Kommentare, was das wohl ist. Das geheimnisvolle Geräusch bei Liquid Let's Plays. Ja. Zu gewinnen gibt's ein Meet and Greet mit uns. Yeah! Das finde ich gut. Ja, ne? Ja. Warum nicht? Und das nicht nur. Wir losen nicht unter allen aus, die das. Die das Richtige geraten haben, wir nehmen einfach jeden, so viel werden es wohl nicht. Ja, aber wir beschränken das auf bis zum Ende des Jahres. Ja, 2026. Nein. Also, einzelner Schluss. Nein, was mache ich denn? Ich laber hier mit dir und sterbe, Mensch. Aber ich habe wenigstens nicht so viele Seelen verbraten wie du eben. Ja, nein, bis zum Ende des Jahres. Das musst du schon ein bisschen versetzen, sonst hast du... Du meinst, wenn wir Anfang nächsten Jahres die Millionen Follower voll haben, meinst du, dann wird das ein bisschen anstrengend? Das könnte möglich sein, ja. Ja, schauen wir mal. Wenn jetzt nicht vielleicht eine Million oder so, aber wenn dann wirklich so zwei... 999.999? Ja. Das ist ja, ich habe mal ganz dreist eine Humanity genommen. Ich habe es gesehen. Weil wir ja mittlerweile schon ein bisschen. Ja. Dote sind. Dote waren. Was machst du, wenn du musikalisch spielst? Habe ich öfters. Ja. Jungs, dann vor dir hin. Ja. Andere Leute versuchen dich da zu hauen. Ja. Oder machst du das auf der Arbeit? Was? Singen? Ja. Oder mich vom Floaten bauen lassen? Beides. Beides eher sehr. Meistens ist mein Arbeitskollege für Singen verantwortlich. Gut, sehr schön, dass er eine Arbeitszeitung hat. Ja. Dann kommt dann sowas wie: Wir sind die Bautzis! Alter! Wir sind die Bautzis? Bautzis! Bautzis. Bautzis. Das sind der Bautzis. Bautzis. W. W. A. U. Z. Bautzis. Ja. Da gab's mal in den 90ern gab's die mal von. Boah, ich weiß gar nicht von welchem Hersteller. So als blöde Scheiß. Ja, da gibt's da so einen geilen Werbespot. Wir sind die Bautzis. Irgendwie. Ja, total strahlig, aber. Ja. So ist das halt, ne? Ja. Wie geht im Moment dieser Song von FFN auf den Sack? Diesen selbstgemachten Möchtegern WM-Song.
Aha. Boah, das ist die Grütze einfach. Ah, drüber gesprungen. Wie Micky Krause, weißt du? Ey, Micky Krause ist doch super. Ja, Micky Krause ist total super. Der kommt aus demselben Kaff wie ich? Ja, und ich. Ja, weiß Bescheid. Ja, und? Was ja und? Trotzdem ist er nicht... Ey, hallo, das ist Wettringer High Society. Ja. Oh, jetzt habe ich gesagt, wo der herkommt. Ja. Der Wahnsinn. Scheiße. Die wissen ja auch, wo du herkommst. Weil du das ja eben schon angeteasert hast. Ja, aber das würden wir ja spätestens zu Meet and Greet herausfinden. Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Wieso müssen wir in der Wettring kommen? Hallo, wenn, dann müssen wir ja auch uns im Zentrum der Macht treffen. Meinst du, ich fahre irgendwie nach Finsterwalde oder so? Und reicht schon, dass ich das nächste Woche mache. Ja, okay. Also schönen Gruß an alle aus Finsterwalde. Mhm. Und für alle, die Finsterwalde nicht kennen, es liegt ungefähr so, wie der Name klingt. Ja. Nimmt auf jeden Fall eine Taschenlampe. Finsterwalde. Ja, das ist irgendwo in Lüneburg. Irgendwo. Hm. Ja! Siehst du? Wetten, das ist die Nachricht, die ich eben geschrieben habe. Wetten. Ich würde auch fast drauf wetten. Nee. Schade. Und dabei hast du dir so viel Mühe gegeben. Ja, ne? Aber hallo, ey. So! Komm schon! Boah, das wäre auch nicht. Ich habe ja nicht mein Leben verloren. Ist ja gut. Die Hotzis. Ich glaube, das Video wurde sogar in dem Ort, den wir eben schon öfteren genannt haben. Was ist das denn, Alter? Jetzt geht's aber ab. Aber hallo, ey. Aber immer noch nicht da. Immer noch nicht. Aber schön, dass ihr unsere Nachricht bewertet. Ja. So. Hallo. Wetten, ich schieße in die Treppe. Wetten, ich auch. Ah. Also das geht. Also wenn du rechts frei hast, dann kannst du meistens schießen. Tür. Der Soundtrack ist übrigens von Wikipedia Playlist und dafür eine geringe Gebühr für 999 Euro. Darunter wird eine extra Gebühr. Für das Doppelte könnt ihr auch gerne Ascanius engagieren, der das dann live führt. Klar. Ascanius präsentiert am Ende des Jahres noch sein Best-of, unter anderem mit so Hits wie Wir sind die Wauzis. Und in der langen Extended Version. Ja. Und alles wieder aus Hack gemacht. Nö. Weil komm mir nicht mit Tofu, das finde ich doof, du. Wer jetzt aufmerksam in Famous geguckt hat, hat mittlerweile auch erfahren, dass das aus einem Lied kommt. Ja, das habe ich tatsächlich letztens in Famous gesehen. Ja. Auch sowas habe ich durch die Gesangskünste meines Arbeitskollegen unter YouTube erfahren dürfen. Ey, ihr seid aber ganz schön fix, Kollegen. Ja. Jetzt beruhigt euch mal. Oh, wow! Die haben eine coole Rüstung, muss ich sagen. Die sehen eigentlich ganz cool aus, ja. Voll aggressiv, ey. Boah! Total auf Crack. Ja. Natürlich, ich hab Angst! Oh, alles klar. Die sind geil, echt blockiert. Stell dir mal vor, das wäre jetzt nicht. Und die würden dich jetzt noch ein ganzes Stück jagen. Und du wärst so weit zurückgedrängt, dass du eventuell noch bei Gegnern bist, die du nicht umgehst. Eigentlich müsste das. Ne? Finde ich auch. Ja, also. Oh nein, natürlich, ich hab Angst! Ja, so kannst du dir quasi alle bis in den Türrahmen holen und dann niederschießen. Eigentlich wohl. Da wollte der von mir mein Schild bekommen. Der hat auch zwei fette Äxte, ne? Ja. Geisen? Ja, die haben halt wohl drauf, du. Also, da war nichts, ne? Hab ich ja gerade schon mal. Ja, du solltest dich erst um den Kollegen kümmern. Ach, der ist doch.
Er ist doch ganz gemütlich, das ist doch alles kein Problem hier. Das läuft doch. Ja, jetzt ist aber mal Feierabend hier mit Ende Gelände. Schluss mit lustig. Ich habe keine Lust mehr auf deinen Rumgedöse. Der hat auch so ein Schild. Ja, rum dein Rumgedöse hier, ey. Ja, tatsächlich. Hier ich schon auch nehmen, das ist ein Schuppen. Ich weiß zwar nicht mehr, was man damit machen kann, oder. Ah, die sind bestimmt für den Drachen-Covenant. Ja, das kann sein. Hätte ich jetzt so getippt. Könnte sein, ja. Nee, da, ne? Drachenschuppe. Da haben wir, glaube ich, schon eine von, ne? Das kann ich jetzt nicht sagen. Nach dem Wächterdrachen haben wir die gefunden. Opferschuppe für den Drachen. Ja, siehst du. Eine Schuppe vom Körper eines uralten Drachen. Opfert sie dem Drachen, damit euer eigener Leib dem des uralten ewigen Drachen ähnlicher wird. Oh. Wer eine uralte Drachenschuppe berührt, kann einen Blick in den Abgrund werfen, wer an den Drachen glaubt, erhebt sich über die triviale leibliche Existenz. Drache, 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 umgesetzt. Ja. Die kennen wir ja auch schon, ne? Ja, aber ich glaube, zu zweit können die wohl fies sein. Oh. Auf der Treppe nicht, sagen wir mal. Solange ich noch nach unten laufe, nicht. Ne? Ja, ganz schön einfach hier. Aber einer wäre trotzdem wohl ganz sympathisch. Zwei ist immer so, dann. Ich glaube, du. Ah, jetzt ist er nochmal erwischt. Oh ja, oh, oh, oh. Der von oben war fies. Oh, hat er wieder Angst. Aber der andere geht zumindest schon mal. Ja, der will auch, die hängen auch zusammen. Boah. Arsch. Alleine wenn sie das ändern würden, mit den durch den Rahmen laufen und dass die Gegner nicht zugucken, wenn ihre Kumpels auseinandergepflückt werden, würde das Spiel auf jeden Fall schon eine ganze Ecke schwerer machen. Ja. Hätte ich jetzt natürlich auch gesehen. Oh nein. Nicht nur einen auf Speed hier. Da habe ich ja jetzt mal gar keine Lust zu. Haha, hast du das gesehen? Ja, wenn die dann das wirklich so machen und dann noch schwere Gegner reinpacken, also wirklich harte Gegner, dann könnte ich mir wohl vorstellen, dass das ziemlich hart nächste Gegner 2. Oh, ja, eigentlich wollte ich das nicht zwingend, aber der andere kam wieder so. Ja, ich hab's gesehen. Oh, da liegt ja noch was. Hat einer Loot da gelassen für uns. Netter Sprung. Oh. Alter, die haben hier bestimmt wieder. Ey, du sollst Angst haben, geh! Oh, sag ich ja. Du sollst Angst haben. Treppe, Alter. Oh, und da wird aber immer wieder aggressiv hier. Oh. Muss er sich bei Mama wieder ausweihen heute Abend. Komm her! Der geht gar nicht nirgendwo mehr hin, wenn den noch einmal trifft. Feierabend hier, ey. Aber 3600 Seelen ist ja auch schon nicht schlecht, ne? Ja, ja, klar, aber wir haben ja auch den Ring dafür ausgewählt, ne? Dass wir ein bisschen mehr Drachen auf sehr rüsten, okay? Das gucken wir uns doch mal an. Neue Bauern, Syan, Drachenakolyten, Drachenaufseherrüstung. Sexy sieht die Wars aus. Ja. Allerdings ist die deutlich schlechter für mich. Also, behalten wir die. Schön zu wissen, aber. Der Wahnsinn, die Folge ist schon wieder zu Ende. Den holen wir uns nächste Folge. Wahnsinn. Geil, ne? Ja, dann kriegt er halt nächste Folge einen auf die Fresse. Ja, der darf nochmal 2 Minuten leben. Ist doch in Ordnung. Gut, also seid gespannt, wie es weitergeht. Genau. Ich sag euch, nach dem Torbogen, da kommt. Ihr werdet's nicht glauben. Die Mega-Action. In das YouTube-Video werdet ihr euch noch. Da werdet ihr eure Kinder von erzählen. Ja? Ja. Also. Wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen. Genau. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.